Das war knapp. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Silberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Drohnen nach Zahlen, ja. Schluss mit diesem Unsinn. Ich weiß, dass ich scheiße Zurück bin, an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Silberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Okay. Lady Cartier Wells ist also eine Superbitch. Das wussten wir doch schon vorher. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Eure Familien stehen unter Silberschutz. Und unser Terminplan ist straff. Ed, ich fand das Büro dieser Drecksau. Tja. Vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das heilt nicht die physischen Narben. Nein, sie hat die Schuld an dem Unfall. Dämpfe ihre Bitterkeit. Sie muss aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Na dann, schauen wir mal. Philipp! Ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame. Sonst noch etwas? Das war's erstmal. Schwache, dämliche Schafe. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen. Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen als ein Glas Wasser in der Wüste. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Na dann, legen wir los. Ich habe keine Angst. Ich vergesse nichts. Schauen wir mal. Senna, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mamereferik. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Ich war gerade einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Du Schande. Die Erinnerung ist schon ein bisschen beschädigt. Hör auf damit, Millie. Beruhige dich sofort. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Nelin,
Sitz still Lillin? Und sei ruhig. Mami, schau! Lillin, setz dich wieder hin. Lillin, hinsetzen, sofort! Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay? Ja, bei Rot über die Ampel. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es nicht so gut ist? Lassen Sie Skylla den Unfall verursachen. Okay, na super. Oh Mann. Jetzt kann ich ganz schön die Maus drehen hier. Ah. Oh mein Gott. Das ist wahrscheinlich die längste Remix aller Zeiten. Warte mal. Jetzt. Handtasche öffnen. Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mame Referik. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr... LCD-Bildschirm... Jacks aktivieren. War schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Theater zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich Wenn ich es doch auch könnte. Stell dir die Möglichkeiten vor. Oh. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Lass ich süßes. Auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Ich auch. Wollen wir einen Spaziergang machen? Guck mal. Da war was. Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ach, jetzt stürzt natürlich die Framerate ab. Natürlich. Machen. Komm, ich habe jetzt auf Pause gedrückt, du Affe. Ach, Mann, ey. Ach, Fabs, was machst du jetzt wieder? Eins A, wie die Framerate abstürzt. Ach, Frontscheibe zerbrechen. Ah!
Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? War das? Dann kapieren wir es ja. Hier irgendwie ins Pausenmenü oder dergleichen. Anscheinend nicht. Oder es ist extrem langsam. Ja, bitte zurückspulen, aber erstmal sollte sich die Framerate erholen. So kann ich gar nicht arbeiten. Ja. So, da wären wir auch wieder. Und jetzt scheint sich die Framerate wieder ein bisschen erholt zu haben. Jetzt aber. Mal gucken. Becherhalter, Airbag ausschalten. Ich würde sagen, den. Das hier schon mal. Jetzt aber bitte kein Einsturz mehr. Zella, lieb. Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen am Meripherik, Rick. Ich muss deinen Umweg über Umweg schon wieder Umweg, Mensch. Umweg über Neubel-Willen nehmen und der Verkehr Neubel-Willen nehmen und der Du bist der Beste. Hast du Jax gefunden? Jax. Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorientherapie zu lesen? Ich war gerade einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, Mami, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelly. Beruhige dich sofort. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Ach, Mann, ey. Ich merke schon, das wird nicht. Papa wird mich umbringen. Haha, geschafft! Ich sollte nicht so froh sein drüber, aber hey. Mami? Mami? Nelin? Alles in Ordnung. Nicht schlimm. Es ist meine Schuld, Liebling. Mein Bein. Mami? Mami? Oh Mann, Geburtstagscrash. Ich hoffe mal, ich bin ein Radstück. Mein Gott. Ja, auch
leid, dass ich hier jetzt den Remix nicht zeigen konnte, aber ihr habt ja selbst erlebt, der... Die Framerate ist ständig in den Keller gerutscht. Mami! Nelin! Dein Bein! Oh, mein Schatz! Du warst nicht schuld. Ich war unvorsichtig. Und es war dein Geburtstag. Oh, mein armer Schatz. Es tut mir so leid. Okay, warum stürzt es jetzt so sehr in den Keller, also? Es tut mir auch leid. Ironisch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Terrorist wurde auf unserer Etage entdeckt. Ein Kommando ist auf dem Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Na, war es nicht die Stimme von Edge? Das Leben reißt uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen. Mami, ich... Geh! Lauf! Er führt dich aufs Dach! Lauf! Oh Mann. Auf nie vergessen. Philipp, morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Oh Mann. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Das war jetzt echt eine Überraschung. Bist du meine Mama? Ja, unsere einzige Wahrheit ist unser Leid. Alphonse de Lamartine. Ich bin die Tochter von Cilla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand. Einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Boah. Episode 6 kommt nun. Aber ich denke mal, ich werde dann auch erstmal eine Pause machen und gucken, warum es so abgestürzt ist. Also, verrotteter Kern. Interessanter Titel für die Episode, also. Keller der Bastille. Na, hier sieht's auch sehr nett aus. Bestimmt wieder voller Lipa. Ah gut, ihr habt's gehört, ich mache jetzt Pause. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssi!